Hallo liebe Aktienfreunde, die heutige Analyse dreht sich um ein solides deutsches Familienunternehmen, das in seiner Branche als der größte unabhängige Produzent gilt. Wir blicken heute mal tiefer in das Unternehmen Fuchs Petrolub, um letztlich die Frage zu klären, lohnt sich ein Investment? Hierzu schauen wir neben dem Firmenprofil, den Produkten und der Geschichte natürlich wie gewohnt detailliert auf die Fundamentaldaten und auch der Kursbewertung. Ich wünsche euch viel Spaß! Fuchs Petrolub, ein wahres Traditionsunternehmen, das vor 90 Jahren gegründet wurde und sich seitdem ausschließlich auf die Herstellung, Entwicklung und den Vertrieb von Schmierstoffen spezialisiert hat. Fuchs zählt sich selbst als größter unabhängiger Hersteller seiner Branche und ist mit über 10.000 Produkten ein sogenannter Vollsortimentanbieter. Ebenso besteht nach eigenen Angaben ein Technologievorsprung und mit verhältnismäßig hohen Ausgaben im Entwicklungsbereich will man diesen Status auf jeden Fall halten. Ganze 10% der Belegschaft ist in der Forschung tätig. Zum Konzern gehören 57 operative Tochtergesellschaften, 3 davon im Inland, also Deutschland, und 54 außerhalb von Deutschland, 100.000 Kunden in 50 Ländern. Also Fuchs ist regional, also breit aufgestellt und bedient eine Vielzahl von Branchen als Kunden. Die Umsatzverteilung sieht wie folgt aus: 52% im europäisch-afrikanischen Wirtschaftsraum, 31% in Asien- und Pazifikraum und 17% fallen hier auf Nord- und Südamerika und mit 20 Dividendenerhöhungen in Folge auch ein Anwärter auf einen Aristokratentitel. Also mit was verdient man hier eigentlich sein Geld? Also hochwertige Schmierstoffe, dazu gehören verwandte Spezialitäten und ebenso Serviceleistungen. Aber wozu eigentlich diese hochwertigen Schmierstoffe? Unter dem Begriff Schmierstoffe verbirgt sich ein großes Anwendungsgebiet, also alles, was Reibung erzeugt, führt so automatisch eben zur Wärmeentwicklung, Korrosion und Abnutzung. Und Schmierstoffe haben eben genau das Ziel, diese Prozesse zu minimieren oder zu verhindern. Das bekannteste Produkt dieser Gattung wäre wohl das Motoröl. Also prinzipiell bestehen alle Schmierstoffe aus einer Basisflüssigkeit, meistens Grundöl, sowie Inhaltsstoffe, die man Additive nennt. Allerdings muss der Aggregatzustand hier nicht zwingend flüssig sein, also auch Festschmierstoffe wie zum Beispiel Graphit oder Keramikpulver wären möglich. Das Ziel besteht also darin, die Lebensdauer von Maschinen zu erhöhen, sowie den Rohstoffverbrauch dieser Maschinen zu senken. Also weniger Verschleiß, weniger Öl-Kraftstoffverbrauch und damit verbunden auch weniger CO2, weniger Wattung, Korrosionsschutz und dazu soll es noch thermisch belastbar sein, im besten Fall sogar noch biologisch abbaubar. Somit gibt es schon durchaus Qualitätsunterschiede, die entstehen können. Durch ihre Eigenschaft, die Lebensdauer zu erhöhen und den Verbrauch zu senken, wirken sie so auch positiv auf die Umwelt. Auch wenn das Kernprodukt aktuell mit Öl zweifelsfrei ein fossiles Gerüst hat, ist der Effekt der Produkte besser als ihr Ruf. Also Nachhaltigkeit ist generell ein großes Thema für Fuchs. Mit ihrer Strategie Fuchs 2025 wird dieses Thema auch systematisch angegangen. 2020 wurde so beispielsweise schon eine bilanzielle CO2-Neutralität erreicht, im sogenannten Gate-to-Gate-Scope, also das Werktor zu Werktor bedeutet und sicher noch ein weiter Weg darstellt zur kompletten CO2-Neutralität, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Aber kommen wir jetzt mal konkret zu den Produkten. Als Vollsortimentanbieter von Schmierstoffen haben sie ein breites Portfolio, also das sie auch über viele Branchen hinweg erstreckt. Zu den Kunden zählen also Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Exploration, Luft- und Raumfahrt und Unternehmen des Energie-, Konstruktions- oder auch Transportsektors, ebenso Land- und Forstwirtschaft, Stahl, Metall, Zement, Guss, Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller. Also ihr seht schon, die Kundenzahl erstreckt sich hier wirklich auf viele, viele Branchen, was auch ein ziemlicher Vorteil ist, was Diversifikation betrifft. Und die Produkte kann man so grob in den Kategorien Industrieschmierstoffe und automotive Schmierstoffe einteilen, die sich vom Umsatz her auch ungefähr die Waage halten. Also obwohl man natürlich auch anerkennen muss, dass sich das Segment Automotive stärker entwickelt hat. Im Jahr 2010 fielen hier noch 38,5% des Umsatzes an, heute 45,1%. Daher starten wir auch einfach mal hier und Fuchs trumpft hier mit seiner sogenannten XTL-Technologie auf dem verschiedene Motoröle und auch Getriebeöle aufgebaut sind und die dem Kunden einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und reduzierten Verschleiß versprechen. Interessant sind neben der Vielzahl der hier vertriebenen Produkte vor allen Dingen das neue Fuchs Blue Wee, das sich gezielt an Elektro- und Hybridfahrzeuge richtet. Wer glaubt, dass die Automobilindustrie nach Umstellung auf die E-Mobilität an Bedeutung für Fuchs verliert, der irrt. Tatsächlich werden in elektrisch betriebenen Autos sogar mehr
Schmiermittel und Spezialflüssigkeiten wie Kühlflüssigkeit benötigt. In elektrifizierten Fahrzeugen spielen thermische Fluide eine immer wichtigere Rolle, da etablierte Kühlflüssigkeiten vor allen Dingen aufgrund ihrer elektrischen Leitfähigkeit nur bedingt für den Einsatz in Antriebs- und Batteriesystemen geeignet sind. Und hier kommt wieder Fuchs ins Spiel. Also mit einer Serie für Getriebeöle, E-Motorfette und die elektronischen Wärmeübertragungsmedien. Ebenso glänzte Fuchs vor kurzem mit einer Weltpremiere, das erste biologisch abbaubare Motoröl mit einer OEM-Freigabe der Deutz AG. Mit dem Handelsnamen Planto hat Fuchs nun eine offizielle Zulassung bekommen und dies stellt einen wirklichen Meilenstein in der Entwicklung in diesem Bereich dar. Ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die Zulassung stellt übrigens die höchste Stufe der Deutz-Spezifikationsrahmen dar und wird nur bei einem Produkt von höchster Qualität gegeben. Bisher haben eben biologisch abbaubare Produkte deutlich schlechter abgeschnitten und hatten vor allen Dingen das Problem, dass sie Dichtungen und Kunststoffe im Motor angreifen und damit eben auch die Leistung reduzieren. Und das ist nun Geschichte. Im Bereich der Industrieschmierstoffe findet sich eine riesige Bandbreite an Anwendungsgebieten. Die meisten dieser Maschinen funktionieren eben nur einwandfrei mit einer individuell dafür abgestimmten Schmierstofflösung und Fuchs arbeitet hier eng mit den Kunden zusammen, um eine passende Lösung zu finden, teilweise schon in der Entwicklungsphase der Maschinen. Die Industrieschmierstoffe sollen im Wesentlichen die Produktion und die Wirksamkeit erhöhen und so eben auch zu Energieeinsparungen führen. Darüber hinaus eben mit dem Fokus auf schnell abbaubaren biologischen Schmierstoffen als Alternative zu den üblicherweise eingesetzten Kohlewasserstoffbasierten Produkten. Neben bestehenden Produkten arbeitet Fuchs an einer stetigen Weiterentwicklung mit dem Ziel, dass Kunden effizienter und nachhaltiger agieren können. Wichtige Themen wären hier zum Beispiel das Immersion Cooling, also hier werden Thermofluide eingesetzt, um etwa Batterien oder ganze Rechenzentren zu kühlen, oder auch Rohstoffmanagement, also das Erschließen neuer Rohstoffressourcen als Basis für die Weiterverarbeitung und dies zum Beispiel aus Recycling, Abfall oder auch nachwachsenden Rohstoffen. Generell möchte man hier auf mineralölfreie Trägermittel setzen, energiesparende und umweltfreundliche Produkte zu erschaffen. Parallel zum Kerngeschäft sieht das Unternehmen auch massives Potenzial in der Digitalisierung von Unternehmen und deren verbundenen Vernetzung intelligenter Systeme. So besitzt Fuchs eine Software, das den Kunden eine bessere Kontrolle der erreichten Energieersparnisse aufzeigt, also quasi ein Echtzeit-Datenmanagementsystem mit dem Namen Fluids Connect. Das Ganze unterstützt die Kunden hin zu dem Ziel Smart Manufacturing, also ebenso wie der Fluid Analyzer, der prozessrelevante Parameter wie pH-Wert und Temperatur misst und den Prozess dokumentieren kann. Der Bedarf an Schmierstoffen bleibt nach wie vor ungebremst hoch. Nur die Wachstumsaussichten hängen hier natürlich stark an der konjunkturellen Entwicklung der Region ab, in denen verkauft wird. Technisch hochentwickelte Regionen haben zum Beispiel einen hohen Pro-Kopf-Verbrauch an Schmierstoff, zeigen aber nur noch ein schwaches Wachstum, benötigen also hier hohe Qualität, Spezialisierungsgrad und Innovationstempo, aber dafür teilweise auch preisintensivere Produkte. Hier geht es weniger um Wachstum als um Erweiterung der Marktanteile. Der ganze Markt ist also ziemlich überreizt. Länder hingegen zeichnet sich durch einen niedrigen Pro-Kopf-Verbrauch aus, aber wachsen gleichzeitig natürlich schneller, also parallel zum technischen Fortschritt, der erzielt wurde, beziehungsweise mit dem industriellen Bedarf der Region. Fuchs hat hier vor allen Dingen Südafrika in den Fokus genommen und versucht mit der Tochter und 4 Joint Ventures an deren wirtschaftlichen Entwicklung zu partizipieren. Aber generell gilt Asien und Afrika hier als hohe Priorität in der Wachstumsstrategie. Auch das China-Geschäft zum Beispiel profitiert stark von den angestiegenen Nachfragen in der Automobilindustrie. Also das Land ist ebenfalls das wichtigste Land für E-Mobilität und Fuchs versucht seine Beziehungen zu verbessern und ist schon seit den 80er Jahren hier im Land. Man unterhält in Shanghai sogar ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum und arbeitet eng mit der lokalen Autoindustrie zusammen, um gezielt Produktentwicklungen zu veröffentlichen. Und da das Unternehmen ein Stück deutscher Unternehmensgeschichte darstellt, möchte ich hier auch einige Worte zur Familie Fuchs und ihren Errungenschaften verlieren. Am Anfang dieser Geschichte steht Rudolf Fuchs, der mit 21 Jahren trotz der massiven Wirtschaftskrise im Jahr 1931 das gleichnamige Unternehmen Rudolf Fuchs gründete. Er mietete sich hierzu eine kleine Box in einem Mannheimer Schlachthof und füllte amerikanisches Motoröl ab und verkaufte seine erste Marke Panna Pura an lokale Transportunternehmen. Hierzu lieferte er sogar im Notfall mit dem Fahrrad und einer Ölkanne an die Kunden, die dringend Schmierstoff brauchten. Aber sicher, der Verkauf vom Fahrrad wich bei steigenden Umsätzen schnell dem Pkw und erste Angestellte gesellten sich hinzu. 1936 etablierte er seine erste eigene Kreation eines Getriebeöls und ein Jahr später kaufte er hierzu auch ein Grundstück in Mannheim als Produktionsstätte. Und dieses Gelände ist übrigens noch heute der Hauptsitz des Unternehmens.
Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs kamen natürlich die Importe aus den USA zum Erliegen und wichtige Lieferketten brachen zusammen. Die meisten Mitarbeiter wurden zum Kriegsdienst eingezogen. Seine Kunden bestanden ja ausschließlich aus Transportunternehmen, die eben zu Kriegszeiten ihren Fuhrpark der Wehrmacht zur Verfügung stellen mussten. Und dies alles führte natürlich zu massiven Problemen für das Unternehmen. Doch Rudolf Fuchs zeigte sich erfinderisch und erschloss neue Kundschaft, vor allen Dingen im Bereich der Industrie, und sorgte durch seine enorme hohe Flexibilität im Kundenbereich für Erfolge. Also er schaffte es in kürzester Zeit, Industrieöle zu entwickeln, die vom Kunden gerade gebraucht wurden. Nach dem Krieg besorgte er sich einen Chemiker und legte so den ersten Baustein für eine eigene professionelle Forschungs- und Entwicklungsabteilung. 1963 verstarb das Familienoberhaupt und stellte seinen Sohn Manfred vor großen Herausforderungen. Also eigentlich wollte dieser Künstler werden und entschied sich aber auf Anraten seines Vaters für ein BWL-Studium. Nun übernahm er die Leitung von Fuchs mit gerade mal 24 Jahren und obwohl es nicht sein eigentlicher Berufswunsch war, entpuppte er sich dennoch als die absolut richtige Wahl. In seiner langjährigen Regentschaft führte er das Unternehmen zu beachtlicher Größe. Er wickelte über 30 Firmenübernahmen ab, formte das Unternehmen zu einem waschechten Global Player. 1985 war übrigens ein sehr wichtiges Jahr für Fuchs. Erstens ein Joint-Venture-Vertrag in China für eine Produktionsstätte und damit war Fuchs damals schon eine Art Unikat und ein wichtiger Schritt im Asiengeschäft. Ebenso entschied sich die Familie Fuchs in diesem Jahr für ein IPO an der Frankfurter und Stuttgarter Börse und dies mit Erfolg, die Papiere waren schnell überzeichnet. Nach 41 Jahren als Geschäftsführer übergab nun Manfred Fuchs seinem Sohn Stefan 2004 das Zepter und damit die dritte Generation der Fuchs-Dynastie. Stefan ist übrigens ein gelernter Diplomkaufmann und war zuvor auch Wirtschaftsprüfer. Ebenso war er hier in Führungsverantwortung bei Fuchs schon tätig. 2016 entschied man sich zu einer Art Investitionsoffensive. In den kommenden zwei Jahren investierte man hier über 300 Millionen Euro in neue Produktionsanlagen in verschiedenen Teilen der Welt. So zum Beispiel in den USA, Südafrika, Australien, Schweden und auch China. Und ebenso wurde das Forschungs- und Entwicklungszentrum in China massiv ausgebaut. 2018 stellte man dann seine neue Strategie vor, Fuchs 2025, mit dem Kernziel, hier auf kommende Megatrends und Herausforderungen zu reagieren. E-Mobilität, Digitalisierung und die Aussondierung neuer Geschäftsmodelle. Wer also Aktien vom Unternehmen kaufen möchte, steht vor der Wahl zwischen Stamm- und Vorzugsaktien. Und diese zwei Aktiengattungen existieren eben 50-50 mit jeweils 69,5 Millionen ausstehenden Aktien. Die Vorzugsaktie hat zwar kein Stimmrecht, aber ist hierbei die liquidere Aktie, notiert seit 2008 im MDAX und ebenfalls im Stoxx Europe 600, in dem eben die 600 größten europäischen Unternehmen aus 17 Staaten abgebildet werden. Die Stammaktie ist im DAX Plus Family enthalten, also ein deutlich unbekannterer Index, der aber, wie der Name schon ankündigt, auf deutsche Familienunternehmen fokussiert ist. Die Familie Fuchs hält übrigens 55% der Stammaktien und besitzt daher nach wie vor die Mehrheit der Stimmrechte. Natürlich muss man in einer Unternehmensanalyse immer einen Blick auf Konkurrenten werfen und diese sind vielzählig vorhanden. Der intensive Wettbewerb auf den Absatzmärkten stellt hierbei ein beachtliches Risiko dar. Steigende Qualitätsansprüche der Kunden und ebenso der steigende technologische Fortschritt sind hiermit verbunden. Generell ist es hier ein stark fragmentierter Markt, also sehr viele kleine Firmen, aber auch große Schwergewichte, bei denen Schmierstoffe eben nur ein kleines Segment im Portfolio darstellen. Unter den kleinen Unternehmen, die sich eben ausschließlich auf Schmierstoffe spezialisiert haben, ist Fuchs nach eigenen Angaben die Nummer 1 und zählt hierbei eben auch als das einzige Unternehmen, das sich Vollsortimentanbieter nennen darf. Durch die Fokussierung auf Schmierstoffe will man so einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den großen Ölkonzernen haben, wenn man mit kleinen fokussierten Konkurrenten eher mit der technologischen Überlegenheit und der globalen Präsenz punkten will. Im weiteren Verlauf der Analyse beschäftigen wir uns natürlich noch mit den Konkurrenten und werden Fuchs immer wieder mal gegenüberstellen. Aber kommen wir jetzt nochmal zu einem sehr wichtigen Punkt, der bei Investments nie vergessen werden sollte, und zwar den Risiken. Zum einen mache ich hier politische Risiken aus, also die geopolitische Situation in den Absatzmärkten zum einen und die Regionen, die für Rohstofflieferungen entscheidend sind und aktuell sicher sehr kritisch durch den Ukraine-Krieg, da zum einen beide beteiligte Nationen hier Umsätze generieren und durch Russland natürlich auch eine Rohstoffversorgung sichergestellt war. Und dies ist natürlich auch in Zukunft nicht mehr absehbar, je nachdem wie sich das eben entwickelt. Ein länger andauernder Krieg mit Sanktionen wird für das Unternehmen sicher spürbare Folgen
Schulden nach sich ziehen. Weltweite Lieferkettenprobleme treffen natürlich auch Fuchs, also nicht nur direkt, sondern auch indirekt über die Kundschaft, denn speziell der Mangel an Halbleitern sorgt hier eben für reduzierte Produktion oder auch reduzierte Investitionen bei den Kunden und damit verlangsamt oder senkt sich sogar das Wachstumspotenzial für die Produkte, die Fuchs anbietet. Ebenso ist die aktuelle Inflation der Rohstoffpreise und damit auch die Erhöhung der Betriebskosten ein enormes Problem. Viele der benötigten Rohstoffe haben einen petrochemischen Ursprung und hängen so mittelbar vom Rohöl ab und damit eben auch an den aktuellen Rohölpreisen. Dazu wird dies meist auch in Fremdwährung eingekauft, was in diesen unsicheren Zeiten natürlich einem starken Währungsrisiko unterliegt. Ein weiteres Risiko wäre sicherlich der Umweltaspekt und unabhängig der Anstrengungen des Konzerns gibt es hier beispielsweise einen für die EU beschlossenen Green Deal und darin gibt es eine Richtlinie, die eben Substanzen verbieten will, die sich negativ auf Lebewesen und Umwelt auswirken. Und Fuchs steht hier in engem Kontakt mit Branchenverbänden und erarbeitet auch eine Substitutionsstrategie, um operative Auswirkungen zu vermeiden, aber dennoch könnte es hier zu Verboten kommen und damit eben auch kaum absehbare Folgen. Die Vereinten Nationen fordern dies ebenfalls und fordern die Einführung eines einheitlichen Systems zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien und ebenso mit Neubewertung der gefährlichen Eigenschaften der Stoffe. Dies wird von Fuchs sogar aktiv unterstützt, doch auch hier könnte eine solche Einführung durchaus das Risiko bergen, dass einige Fuchsprodukte eingeschränkt oder verboten werden. Ein weiterer Wermutstropfen wäre die Marktprognose. Der Schmierstoffbedarf der nächsten Jahre sollte wohl nur von schwachem Wachstum gekennzeichnet sein und speziell der europäische und amerikanische Markt sind gesättigte Märkte, bei denen Fuchs eher den Fokus auf Marktanteile legt, vorwiegend auf höherwertige Schmierstoffe, aber dies natürlich verbunden mit den sämtlichsten Kosten für Konkurrenzkampf. Der Asien-Pazifik-Raum ist hingegen noch im Wachstum und durchaus interessanter für das Unternehmen. So, dann schauen wir jetzt mal auf die Fundamentaldaten und beginnen wie gewohnt mit dem Umsatz der letzten 10 Jahre, wie ihr hier seht, 2012 bis 2021 mit einem Wachstum von 5,5% im Schnitt. Dafür gibt es schon mal das grüne Rating. Ihr seht auch deutlich den Knack hier zu Corona-Zeiten. Das hat Fuchs schon ziemlich getroffen. Und jetzt natürlich, der Umsatz wurde gesteigert, aber hier auch viel durch die Steigerung der Preise. Also hier wurden nämlich höhere Betriebskosten gezahlt durch die gesteigerten Energiekosten und natürlich hier die Einkaufskosten von Rohöl. Aber hier konnte eben Fuchs das Ganze gut umleiten an die Kunden. Die Prognose hier bis 2024 von marketscreener.com liegt bei 5,8%. Also das ist auf jeden Fall auch korrekt und hier grünes Licht. Die Bruttomarge schauen wir uns jetzt mal an und stellen das Ganze mit den Produktionskosten gegenüber. Die Marge ist eigentlich recht stabil, aber wie ihr seht, auf die ganzen Jahre gesehen eher fallend. Ist zwar sehr marginal, also nicht extrem, aber ihr seht schon den Trend, der ist eher nach unten gerichtet. Und das liegt natürlich, wie ihr auch sehen könnt, an den steigenden Kosten, die hier entstehen. Und jetzt aktuell mit den hohen Rohölpreisen sollte das auf jeden Fall auch auf sehr hohem Niveau bleiben. Aber Fuchs ist aktuell in einer konfrontablen Lage, eben die Preise auch teilweise umzulegen auf die Kunden. Also das muss man natürlich auch sehen. Mit 33,6% hier das gelbe Rating. Der operative Gewinn, hier sieht die Marge ähnlich aus, also seit Jahren eben fallend, aber die Marge an sich ist jetzt nicht sonderlich schlecht, also 12,6%. Allerdings aufgrund auch des Trendes natürlich, hier geben wir nur das gelbe Rating. Beim Gewinn natürlich auch sehr interessant, 2019 und 20 ging es wieder ordentlich runter, die Prognose sieht allerdings wieder etwas besser aus. Also 2,8% hier für die letzten 10 Jahre im Schnitt, dafür gibt es das gelbe Rating, 7,4% an Prognose, hierfür gibt es die volle Punktzahl und man muss natürlich anerkennen, dass Fuchs hier kontinuierlich Gewinne geschrieben hat, also dafür gibt es wieder das grüne Rating. Der Gewinn pro Aktie ist natürlich auch interessant und hier sieht man schon, was ist denn hier 2014 los? Da geht es ja steil bergab, aber die Wahrheit ist, hier gab es einen Split und den muss man natürlich rausrechnen. Hier seht ihr mal die bereinigte Fassung, also wie ihr auch sehen könnt, sicherlich kein starker Wachstumstrend. Vor allen Dingen, weil es ja eben 19 und 20 wieder runter ist, also das ist auf jeden Fall jetzt aktuell kein sonderlich gutes Bild. Hier geben wir das gelbe Rating. Und dann hier das Verhältnis zwischen Vorrede und Umsatz. Also hier kann man auch gut erkennen, dass diese Tendenz auch eher im Aufwärtstrend ist, was hier nicht sonderlich positiv ist. Könnte darauf hindeuten, dass eben Fuchs Probleme hat, seine Vorrede abzuverkaufen. Allerdings ist das Ganze auch nicht sehr markant. Also die Steigerung ist zwar da, allerdings würde ich das jetzt hier auch nicht überbewerten. Das gelbe Rating. Die Abschreibungskosten sind auf jeden Fall gestiegen. Also auch hier im Verhältnis zum Umsatz. Auch hier ein Aufwärtstrend, nur das gelbe Rating.
Und hier seht ihr mal den Free Cashflow. Einerseits in blau der operativ erwirtschaftete Cashflow und in orange die Investitionsaufwendung, die man hierfür abzieht. Also der Free Cashflow hier in weiß zu sehen als Marge zum Umsatz schwankt natürlich hier. Es gab einige Jahre, in denen hier auch wirklich 10% vom Umsatz erwirtschaftet wurden als Free Cashflow quasi. Und wir sehen aber auch hier 2021 ging es steil bergab. Das war ein schlechtes Jahr für Fuchs. Es lag natürlich wirklich an den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen, die hier gezahlt werden mussten. Also dieses Jahr war schon ziemlich krisenhaft, aber der Punkt ist natürlich, das soll sich ja wieder erholen, zumindest so die Prognose, aber sind wir mal ehrlich, das weiß natürlich jetzt hier kein Mensch, auch kein Analyst kann das jetzt voraussehen. Hier ist natürlich der Schwachpunkt auch zu sehen, denke ich, es halt quasi in solchen Phasen Fuchs natürlich gleich reagiert, logischerweise, da das Kerngeschäft auf diesen Rohstoffpreisen basiert und die Frage sich stellt, ob dann auch das Ganze natürlich weitergeleitet werden kann an den Kunden. Und einerseits hier die Profitabilität mit der Eigenkapitalrendite hier auch zu sehen. Ihr seht schon recht deutlich auch hier ein Abwärtstrend zu sehen. Die Höhe von der Eigenkapitalrendite 14,5% ist okay, aber natürlich dieser Trend ist nicht toll und dafür gibt es jetzt hier nur das gelbe Rating. Ebenso der Return on Asset, auch hier guter Wert mit 11%, also keine Frage, aber der Punkt ist natürlich, dieser Abwärtstrend sollte beachtet werden, dementsprechend hier gelbes Rating. Schauen wir jetzt mal auf die Auswertung der operativen Stärke und wie ihr hier schon seht, wenn man das Ganze zusammenzählt, kommen wir hier auf 60,53%. Der Free Cashflow natürlich hier ohne Punkte ausgegangen, aber je nachdem, wie sich das Ganze natürlich in Zukunft entwickelt, verschieben sich hier natürlich viele Indikatoren wieder. Also die operative Stärke ist hier nicht ganz greifbar, wie ich finde. Gucken wir aber jetzt mal auf die finanzielle Stabilität und zuerst das Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital. Also 76% Eigenkapital ist wirklich stark. Dafür gibt es schon mal das grüne Rating. Wenn wir jetzt auf die Verbindlichkeiten direkt schauen, sehen wir, dass der Großteil hier an kurzfristigen Verbindlichkeiten existiert, was schon mal von uns nicht so gerne gesehen ist. Aber wir stellen das natürlich auch im Verhältnis zu den Cashbeständen, also den liquiden Mitteln der Firma. Und hier haben wir eben ein Verhältnis, dass das Cash trotzdem nicht ganz so überwiegt. Also wir haben hier definitiv mehr kurzfristige Schulden wie eben Cash. Von daher hier gibt es schon mal keine Punkte. Der Anteil der kurzfristigen Vermögenswerte allerdings ist recht hoch, mit 48,5% auf jeden Fall hier grünes Rating. Und kommen wir jetzt mal zu den Ausschüttungen und zwar im Verhältnis zum Free Cashflow, was ich eine sehr wichtige Kennzahl finde, gerade bei Dividendenunternehmen. Es gibt ja nun mal viele, die schütten extreme Dividenden aus, können sich das aber überhaupt nicht leisten und verschulden sich, was natürlich nicht im Sinne des Aktionärs sein sollte. Deshalb hier auf jeden Fall sehr wichtig, wie ich finde. In blau seht ihr Free Cashflow, also das Geld, das wirklich übrig war, das zur Verfügung stand. In orange eben die Dividendenzahlungen auch schön steigernd, die jetzt vom Fuchs quasi jetzt auch schon über 20 Jahre jetzt gesteigert wurden. Und Aktienrückkäufe im etwas helleren Ton gibt es hier nicht viele, gab es mal eben hier im Jahr 2013 und 14, aber das Ganze ist jetzt hier nicht wirklich marginal. Wir sehen aber im Endeffekt, dass hier eine gewisse Stabilität vorliegt. Also Fuchs schüttet definitiv nicht mehr aus, wie sie haben, bis aufs Jahr eben 2021, bei dem der Free Cashflow markant nach unten gekommen ist und man hat sich es einfach nicht nehmen lassen, hier Dividenden zu zahlen, was ich aber sogar recht verständlich finde. Also das sollte wahrscheinlich auch ein Signal senden an die Aktionäre, einfach, dass hier alles noch stabil läuft und man konnte sich das auch leisten. Also die finanzielle Situation ist natürlich auch gut und dementsprechend geht man hier eben nur von einer kurzen Zeitspanne aus. Ich denke mal, so wie Fuchs aber sich hier gibt, würden sie die Dividenden wahrscheinlich auch senken, sollte das wirklich eine längere Phase sein. Aber wenn man sich jetzt mal den Durchschnitt errechnet, des Payout-Ratios, haben wir hier 78,1%. Hierfür gibt es definitiv das grüne Rating, also mein Ziel wäre hier 30-80%. Davon befindet sich Fuchs eben im oberen Bereich, was auf jeden Fall okay ist. Schauen wir mal auf den einbehaltenen Gewinn und dieser konnte eben konstant gesteigert werden. Finde ich super, volle Punktzahl. Eine Nettofinanzverschuldung, also bei dem man hier die verzinsbare Verschuldung hinzurechnet, existiert also nicht. Also es existiert eben mehr liquide Mittel als eben verzinsbare Schulden und dementsprechend hier auf jeden Fall ein super Signal. Der dynamische Verschuldungsgrad und das Gearing ist dementsprechend schon grün und wenn man jetzt hier Fremdkapital
mit EBIT mal 4 rechnet, haben wir 0,38. Also die Firma ist durchaus in der Lage, in kürzester Zeit das gesamte Fremdkapital nur durch seine operativen Einnahmen zu tilgen, was auf jeden Fall wirklich ein tolles Signal ist. Auch das Current Ratio spricht für sich, 2,47, das ist ein klasse Wert. Hier gibt es das grüne Rating und vom Goodwill her gesehen, also wenn man das mit dem Eigenkapital verbindet, haben wir nur 6,1%, ist auf jeden Fall auch ein Top-Wert. Dementsprechend hier auch das grüne Rating. Zur finanziellen Stabilität zählen wir hier auch die Marktkapitalisierung mit rein. Hier liegt Fuchs aktuell bei 4,37 Milliarden Euro, also zum Stand eben vom 8.5., bei dem ich das Video jetzt hier aufnehme. Von daher hier das gelbe Rating, also ein klares Mid-Cap-Unternehmen. Und schauen wir jetzt mal auf die Drawdowns, die fließen hier auch mit ein. Zum einen natürlich die Finanzkrise 2008 und hier haben wir einen Drawdown von 65% gesehen, was jetzt bei unserer Bewertungsskala hier das gelbe Rating entsprechen würde. Und 2020 zum Corona-Crash 35,9%, hierfür das grüne Rating. Aktuell natürlich befindet sich Fuchs ja immer noch im Abwärtstrend, also es geht natürlich gerade aktuell durch die gesteigerten Rohölpreise und durch die Zukunftsaussichten, die hier gestellt werden von den Markt sozusagen, geht es bergab. Aktuell seit Ende des Jahres sozusagen 34,4% ist natürlich wieder ein starker Abverkauf von der Firma, dementsprechend ist das schon markant, was jetzt hier gerade läuft und eventuell schon die nächste Krise, die vor der Haustür steht. Also das wird sich zeigen. Und hier schauen wir jetzt mal auf die Auswertung der finanziellen Stabilität. Das sieht auf jeden Fall super aus. Also hier haben sie nicht viele Punkte verloren. 33 von 36 Punkten, das macht 91,6%. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Und wie versprochen, hier noch ein Blick auf die Konkurrenz. Und hier haben wir mal eine Übersicht von Fuchs selbst. Also die bezeichnen sich ja als Nummer 1 unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern, wie ihr seht. Wir haben hier also noch große Ölgiganten wie Shell, Exxon und wie sie alle heißen, die eben quasi Schmierstoffe verkaufen, aber eben nur als kleines Segment. Dementsprechend lässt sich das auch sehr schwer vergleichen. Hier möchte eben Fuchs punkten, wie gesagt, dadurch, dass sie eben nah am Kunden stehen und sich auch so fokussiert auf Schmieröl eben geben. Aber natürlich gibt es die kleinen Hersteller, wie ihr hier schon seht, Valvoline, die sind übrigens hier stark gewachsen. Also Fuchs gibt so eine Übersicht jedes Jahr raus, die war noch vor kurzem gar nicht wirklich auf dieser Übersicht zu sehen. Die haben also ordentlich aufgeholt, deswegen lohnt es sich auch einen Blick natürlich hier im Vergleich. Und ihr seht hier das Schlusslicht in der Grafik, Quaker, diese werden wir auch in den Konkurrenzkampf mit hineinziehen. Als allererstes vergleichen wir natürlich mal die Umsatzentwicklung dieser drei Firmen. Und ihr seht hier in Rot Fuchs, in Grün Valvoline und in Gelb Quaker. Und was wir hier auch gut sehen, dass die Prognose, die habe ich hier von Market Screener eben übernommen, von Valvoline auf jeden Fall recht spektakulär aussieht. Also diese sollen umsatztechnisch hier Fuchs überholen. Dementsprechend würde ich hier mal sagen, dass die Bezeichnung Nummer 1 hier wohl sehr fraglich sein sollte. Also Valvoline scheint hier Fuchs auf jeden Fall zu überholen. Wenn wir das Ganze mal sehen, was die Prognose auch betrifft und auch die durchschnittlichen Wachstumsraten, sticht auf jeden Fall Valvoline mit der Prognose hervor, also mit 7,82% und Quaker mit dem Umsatzsteigerung der letzten 10 Jahre, also hier 17,68%. Quaker konnte auf jeden Fall gut aufholen. Fuchs zeigt sich hier eher stabil. Bei den Bruttomargen sehen wir hier auch interessanterweise, dass alle Firmen hier deutlich verlieren. Also seit 2016 geht es konstant bergab mit allen. Also die Marge an sich ist jetzt nicht schlecht. Also ich könnte nicht sagen, dass sich hier irgendjemand abhebt, positiv oder negativ. Aber wir sehen schon den Trend, der hier auch Fuchs trifft. Die operative Marge ist bei Fuchs auf jeden Fall äußerst stabil, wie ihr hier seht. Die befinden sich also hier im Konkurrenzvergleich auch im Mittelfeld und zeigen hier keine großen Volatilitäten, was ich interessant finde. Es geht zwar so konstant bergab, aber es gibt hier kein Hin und Her quasi bei Valvoline. Diese liegen eben ein Stück weit über Fuchs, was hier auch zu beachten wäre. Allerdings ist hier interessant die Eigenkapitalquote und hier sticht Fuchs eben alle aus. Also mit einer beeindruckenden Eigenkapitalquote sieht man hier auch bei Valvoline extrem. Diese haben viele Jahre sogar ein negatives Eigenkapital gehabt. Also für mich wäre das schon mal ein Totschlagkriterium, hier nicht zu investieren. Aber das muss natürlich jeder für sich wissen. Also hier wird viel gehebelt, um ganz einfach auch diese Zahlen zu erwirtschaften.
Dann kommen wir jetzt nochmal zum Free Cashflow, zum Umsatz, also der Marge. Und hier sehen wir schon, Fuchs in Rot hebt sich hier nicht wirklich ab, also sticht nicht positiv heraus. Bei Valvoline nicht wundern, 2017 gab es eben negatives Free Cashflow-Niveau, dementsprechend ist das Bild etwas verzerrt. Aber wir können ja nicht bei Fuchs sagen, dass die sich irgendwie positiv hier herausheben. Auch die Ausschüttungsquote hier interessant, bei Valvoline natürlich verzerrt, da kein Free Cashflow zu dem Jahr 2017 vorlag. Dementsprechend ist auch die Payout-Ratio extrem, also nicht wundern, dementsprechend komplett verzerrtes Bild. Deswegen tue ich das mal rausrechnen und wir vergleichen das Ganze nur mal mit Quaker. Wir haben hier also recht hohe Ausschüttungsquoten, muss man sagen, bei Fuchs. Quaker schüttet hier viel weniger aus, lag jetzt selbst 21, nicht über 100%, während Fuchs natürlich drüber geschossen ist, wie wir es ja schon bei der finanziellen Stabilität gesehen haben. Allerdings ist das hier bei Fuchs auch nicht wirklich besorgniserregend. Also ich finde das für ein Dividendenunternehmen, hier vor allen Dingen ein deutsches Dividendenunternehmen, sehr unsolide, muss ich sagen. Sieht man nicht häufig. Meistens dreht sich das Bild ja, wenn man hier deutsche mit amerikanischen Unternehmen vergleicht. Da ist Fuchs auf jeden Fall jemand, der hier gerne ausschüttet. Daher sieht das Verhältnis hier der Ausschüttungsquoten eben so aus, dass bei Quaker nur 38,39 im Schnitt ausgeschüttet werden. Und Valvoline liegt hier wirklich konstant zu hoch, also 130%. Liegt natürlich hier wirklich am teilweise verzerrten Bild vom Free Cashflow, da hier einige Jahre dabei waren, bei dem fast gar nichts erwirtschaftet wurde oder sogar negative Free Cashflows vorlagen. Kommen wir jetzt aber mal zur Kursbewertung des Ganzen und zum einen starten wir mal mit dem KGV, also dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wir haben hier bei Fuchs, wie ihr hier schon seht, in der Grafik vom Aktienfinder, finde ich übrigens ein super Tool, um sowas mal zu zeigen, ein sehr interessantes Bild, denn der KGV ist sehr runtergekommen, also auch auf einem historischen Tief. Wir befinden uns hier teilweise wieder in einem Niveau, das wir vor 10 Jahren mal hatten. Also so billig war jetzt quasi Fuchs noch seit 10 Jahren nicht mehr, wenn man den KGV zu Rate zieht. Das ist schon äußerst interessant. Leider hat Aktienfinder hier kein Valvoline drin, aber eben Quaker, und hier kann man das schön gegenüberstellen und wir sehen schon, dass die letzten Jahre auch Quaker etwas vom Markt höher dotiert wurde. Also wir haben hier ein höheres Bewertungsniveau bei Quaker. Diese sind auch zurückgekommen, wie man hier sieht, aber befinden sich eben immer noch über 20, während eben Fuchs hier deutlich runter ist und sich jetzt teilweise auch bei 15 eben schon auffällt. Ist auf jeden Fall ein interessantes Niveau. Schauen wir jetzt mal auf den KUV, also das Kursumsatzverhältnis, haben wir sogar noch ein noch spannenderes Bild, also 1,29, so tief stand Fuchs hier zumindest seit den letzten 10 Jahren noch nie, also ordentlich runtergekommen. Und auch der Vergleich hier mit Quaker, äußerst interessant. Beim KCV muss man natürlich sagen, das Jahr 2021 war ja generell eher schlecht für Fuchs. Also hier wurde kaum Free Cashflow erwirtschaftet. Ist natürlich jetzt die Frage, wie das Ganze sich jetzt in Zukunft weiterentwickelt. Deshalb sind auch die KCVs hier deutlich angestiegen. Aber wie wir hier im Vergleich sehen, war das bei Quaker sogar noch drastischer. Interessant ist natürlich auch mal der Blick auf den fairen Wert im Aktienfinder. Also einerseits sehen wir hier schon recht deutlich, dass der Kurs seit 2014 eigentlich eher auf der Stelle tritt und sich aktuell eben wieder im Abwärtstrend befindet. Wir haben jetzt also ein Niveau, das wir hier seit 2014 ungefähr nicht mehr hatten vom Kurs. Das ist auf jeden Fall deutlich zu sehen und auch sehr interessant natürlich, vor allen Dingen, wenn man jetzt hier das Gewinn- und Cashflow-Niveau sieht, also auch die Prognose vom Cashflow beispielsweise jetzt im Jahr 2023, 2024. Also die Analysten gehen hier auf jeden Fall von einem Aufwärtstrend aus der geschäftlichen Entwicklung und das ist jetzt die Frage, inwieweit sich das natürlich im Kurs dann widerspiegelt. Und wenn man jetzt die Multiples belässt und sich die fairen Werte mal anschaut, ist das ein äußerst interessantes Bild, denn der Drawdown hat hier wirklich ein ordentliches Niveau erzeugt, bei dem Fuchs definitiv unterbewertet erscheint. Natürlich vom Cashflow her betrachtet, wir haben hier ein sehr schlechtes Jahr 2021 und je nachdem, wie auch diese Krise sich fortsetzt, könnte das auch so bleiben. Aber wenn sich das wieder erholt, haben wir hier auf jeden Fall einen super Kurs bei Fuchs. Was hier den Umsatz betrifft und auch den bereinigten Gewinn, haben wir jetzt schon Superkurse, also im Endeffekt sehen wir schon, dass auch die Prognose deutlich jetzt positiv läuft und wir könnten hier bei Fuchs definitiv schöne Einstiegspunkte haben. Schauen wir jetzt aber mal auf die Analysten von Market Screener und ihr seht in dem lila Ton quasi das Kursziel und in schwarz der Kurs, der tatsächlich stattgefunden hat und das ist seltsam, denn meistens sind die Analysten da sehr vorsichtig und ziehen die Kursprognosen, die sie abgeben, meistens immer nach. Also wenn der
der Kurs fällt, dann sind die Kursziele auf einmal auch runtergekommen. Also das gibt sich meistens. Aber hier sehen wir doch eine ordentliche Divergenz jetzt, die entstanden ist, also eine ordentliche Differenz zum Kursziel, die jetzt entsteht. Und wie wir schon sehen, der Kurs ist jetzt hier unter 25 gefallen und die Kursziele teilweise über 40 noch. Also wir haben hier ein ordentliches Kurspotenzial, das von den Analysten teilweise erwartet wird noch. Also das ist deutlich zu sehen, dass hier die Analysten bullisch sind. Und das sehen wir ja auch im Vergleich. Also einerseits sehen wir auch, dass natürlich nicht viele Analysten das Ganze bewerten. Also bei Fuchs sind es 11, auch hier wieder von Market Screener beispielsweise. Aber die meisten raten hier zum Kauf. Also es ist auf jeden Fall bullisch, aber muss auch sagen, bei allen drei recht bullisch zu sehen. Von OnVista habe ich hier auch mal die Grafik dabei. Auch hier nicht viele Analysten. Aber auch hier ein deutliches Bild, dass die meisten doch recht bullisch sind dafür. Aber kommen wir jetzt mal zur Auswertung des Ganzen. Also einerseits haben wir hier eine operative Stärke von 61%, was sich ungefähr im Mittelfeld befindet von der Wertung, und eine Stabilität von 92%. Und das ist natürlich klasse und das zieht die Gesamtwertung eben nach oben. 76%, das macht auf jeden Fall ein stabiles Rating hier aus, finde ich super. Kommen wir jetzt also mal zu den Chancen und den Risiken. Und bei den Chancen muss ich sagen, sehe ich hier einige, vor allen Dingen aufgrund des gefallenen Kurses. Also hier gibt es eine Menge Aufholpotenzial, liegt natürlich eben dran, wie sich das jetzt entwickelt, aber allein dadurch haben wir schon eine gewisse Renditechance. Und Fuchs an und für sich ist auf jeden Fall auch eine stabile Firma, finanziell sehr gut aufgestellt. Sie haben auch einen gewissen Burggraben sich aufgebaut, also eine starke Marke sozusagen. Und man muss auch dazu sagen, sie arbeiten eben sehr eng mit den Kunden zusammen, also schon in der Entwicklungsphase. Und das bringt auch einen gewissen Burggraben, denn so entwickeln sie quasi ein perfekt abgestimmtes Öl für den Kunden, lassen dies dann patentieren und sichern sich so meist eben auch eine dauerhafte Zusammenarbeit. Das ist auf jeden Fall deutlich zu sehen als Chance, um sich hier auch weiter zu etablieren. Die Technologieführerschaft und auch die Nachhaltigkeit, die hier angestrebt sind, sind auf jeden Fall auch positive Punkte, die auch in Zukunft natürlich hier für Chancen sorgen sollten oder auch für Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Also das alles sind schon mal gute Sachen. Bei den Risiken allerdings muss ich sagen, es sind enorme Risiken vorhanden. Die globalen Lieferkettenprobleme, dafür kann natürlich Fuchs nichts, aber sie werden darunter leiden, wenn das natürlich weiter so geht. Ebenso die steigenden Rohstoffpreise. Und ist halt die Frage, ob man das wirklich alles vollständig auf die Kunden umlegen kann, wenn man hier ja eigentlich Marktkämpfe betreiben will. Also gerade in den gesättigten Märkten kann man das natürlich nicht übertreiben, denn die Kunden sind natürlich auch darauf angewiesen, ihre Kosten niedrig zu halten und könnten so eventuell auch dann zur Konkurrenz wechseln, wenn Fuchs das Ganze übertreibt. Also dementsprechend ist natürlich hier die Frage, inwieweit das funktioniert, wenn hier wirklich eine länger andauernde Rezession beispielsweise stattfindet oder auch eine Inflation, die sich hier über viele Jahre hinweg streckt. Das bleibt natürlich jetzt wirklich abzusehen. Also ich denke, auch was den Aktienkurs betrifft, sollte jedem klar sein, der jetzt investieren möchte, dass er sich hier auf starke Schwankungen gefasst machen kann. Also selbst auch nach unten kann es noch viel tiefer gehen. Dementsprechend sehr interessant natürlich, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Ich persönlich muss sagen, bin sehr überzeugt vom Unternehmen, vor allen Dingen, weil es eben auch ein sehr stabiles Unternehmen ist, die sich jetzt nicht hier absolut überhebeln. Also dementsprechend auch die finanzielle Situation weiß ich zu schätzen. Gerade jetzt, wenn die Zinsen wieder steigen, sind solche Firmen, die wenig verschuldet sind, auf jeden Fall im Vorteil meiner Meinung nach. Und Fuchs baut sich hier schön fokussiert auf das Schmieröl eben seine Kundschaft weiter aus. Finde ich auf jeden Fall okay. Und für eine kleine Gewichtung auf jeden Fall in meinem Depot sind sie jetzt dabei. Dementsprechend bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von Fuchs haltet. Vielleicht habt ihr noch Informationen, die ich hier vielleicht übersehen habe. Schreibt es bitte rein. Es würde mich brennend interessieren und ich hoffe mal, euch hat die Folge generell gefallen. Wenn dem so ist, lasst natürlich mal einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss!